Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie Dateien und Ordner von der Festplatte oder dem Wechseldatenträger Ihres Computers löschen, ohne dass eine Wiederherstellung möglich ist. Die Notwendigkeit hierfür kann aus verschiedenen Gründen auftreten. Dies kann die Übertragung eines Computers, einer Festplatte oder eines USB-Laufwerks zur Verwendung an eine andere Person, die Lieferung eines Computers oder eines Mediums zur Reparatur sowie deren Verkauf sein. Das einfache Löschen von Daten mittels des Betriebssystems oder sogar die vollständige Formatierung des Mediums gewährleistet nicht das unwiderrufliche Löschen von Informationen. In den meisten Fällen können gelöschte Daten mit speziellen Dienstprogrammen wie Hetman Partition Recovery wiederhergestellt werden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die häufigste Möglichkeit für permanenten Benutzerdaten unwiderruflich zu löschen, ist die Verwendung von Programmen, die dafür entwickelt wurden. Unter ihnen gibt es viele Fragen. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich sagen, dass dies bei weiterem nicht die einzige Möglichkeit ist, die mögliche Wiederherstellung Ihrer Daten zu verhindern. Sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Ein bisschen googeln fand heraus, dass die beliebigsten diese kostenlosen Programme sind wie Eraser, CCleaner, kostenlose Version, Free File Shredder und andere. Links zum Herunterladen dieser Programme finden Sie in der Beschreibung. Ich werde nicht alle Programme zeigen, wir werden nur die beiden beliebtesten betrachten. So löschen Sie Daten mit CCleaner unwiderruflich. Starten Sie das Programm. Gehen Sie zum Menü Dienst Datenträger löschen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Laufwerk, von dem Daten unwiderruflich gelöscht werden müssen. In unserem Fall ist dies eine solche Festplatte. Danach müssen Sie festlegen, was auf der Festplatte gelöscht werden soll. Die gesamte Festplatte oder nur Freispeicherplatz. Und auch die Löschmethode 1, Durchgang 3, 7 oder 35. Je mehr Durchgänge, desto zuverlässiger das Löschen, aber desto länger dauert der Löschvorgang. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Löschen. Geben Sie das Standard-Codewort zur Bestätigung ein und klicken Sie auf OK. Der Löschvorgang beginnt. Das Löschen ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt ist es unmöglich, Daten von diesem Laufwerk wiederherzustellen. So löschen Sie Daten mit Eraser unwiderruflich. Starten Sie das Programm. Das Erste, was sofort auffällt, ist, dass das Programm keine deutschsprachige Oberfläche hat. Um Daten von einem bestimmten Laufwerk zu löschen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Menü Erase Schedule. Und wir wählen New Task aus. Geben Sie im geöffneten Fenster der Aufgabe einen Namen. Wir installieren Run Manually, das heißt manuell starten. Danach drücken Sie die Taste Add Data. Geben Sie im geöffneten Fenster die Daten an, die unwiderruflich gelöscht werden müssen. Datentyp, Dateiordner, Papierkorb oder gesamte Festplatte, Partition. Ich wähle eine Festplatte. Der Weg zum Löschen. Es gibt mehrere Möglichkeiten als CCleaner, aber das Wesentliche ist dasselbe, je mehr besser, desto zuverlässiger. Sie müssen auch das Laufwerk selbst angeben, unsere Festplatte an. Um mit dem Löschen zu beginnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die vor uns erstellten Aufgabe und wählen Sie Run Now. Wir können den Fortschritt des Löschens in der Linie Rex sehen.
Eine der Standardfunktionen für die Windows-Wiederherstellung ist das Zurücksetzen des Computers in den ursprünglichen Zustand. Es befindet sich im Menü Optionen, Update und Sicherheit Wiederherstellung. Wenn Sie auf die Schaltfläche Start klicken, sehen wir, dass das System uns anbietet, meine Dateien zurückzusetzen oder alles zu löschen. Löschen Sie außerdem die Festplatte mit dem System oder allen Festplatten des Computers. In jedem Fall ist die Hauptfunktion, die uns beim dauerhaften Löschen von Dateien interessiert, die folgende, die sich wie Löschen von Dateien und Bereinigen der Festplatte anhört. Wenn Sie es auswählen, werden die Daten der ausgewählten Festplatte unwiderruflich gelöscht. Einzelheiten dazu, wie Sie den Computer durch Löschen von Datei und Reinigen der Festplatte mit dieser Funktion in ursprünglichen Zustand zurückversetzen können, finden Sie in einem anderen Video unseres Kanals. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Wenn Sie die Dateien Ihres Computers für andere unzugänglich machen möchten, können Sie auch die anderen integrierten Windows-Funktionen verwenden. Dies ist BitLocker. Was meine ich, um auf die mit BitLocker verschlüsselten Dateien des Laufwerks zugreifen zu können, ist ein Kennwort erforderlich, um bei Fehlern oder falscher Eingabe einen Schlüssel. Wenn für das mit BitLocker verschlüsselte Laufwerk kein Kennwort oder Schlüssel vorhanden ist, können Sie nur durch Formatierung darauf zugreifen, wodurch alle Daten gelöscht werden. Aber auch danach bleiben die drauf verschlüsselten Dateien verschlüsselt und Sie können sie nur mit dem Schlüssel wiederherstellen. Weitere Informationen zum Verschlüsseln eines Laufwerks mit BitLocker finden Sie in einem anderen Video auf unserem Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Das ist alles. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Viel Glück und tschüss!